herzlich willkommen, die kleinen Freudenacht in der Kathedrale, die merkwürdige Geräusche von sich gibt. Ketten rascheln und... Hallo, Mr. Zombie. Wieso können Zombies eigentlich Türen öffnen? Ich habe keine Ahnung. Davon schwebt das Auge. Hallo, Auge. Dort laufen drei Dinge von denen rum, ne? Da steht da Wache. Rennen da andere umher. Ach, da. Die wechseln sich ab, die kleinen Spitzbuben. Ob der aufsteht, der andere Spitzbube? Wie schalte ich dich aus? Da müssen wir die anderen gerade nicht hingucken. Klappe da vorne. Wie mache ich das am besten? Oh. Das ist eine gute Frage, Chicken. Könntest du im Nahkampf versuchen? Irgendwie habe ich gerade Lust, da zu den beiden eine Mine hinzuwerfen. Okay, wenn ich mich so vorbeuge, bin ich nicht mehr ganz im Schatten. Kann ich mich... Nein, ich kann mich nicht hinter ihm leichen. Und da komme ich irgendwie auch nicht mehr. Und ich werde von allen massakriert. Wo kommt der Geist her? Wo kam der Geist her? Die Frage ist, das wo die Hammerstatue drauf steht, fließen. So, die werden wütend, weil ich dem Auge zu nahe komme. Kann das sein? Habe ich das eigentlich schon gelesen? Ja. Ich glaube, die sind so ein klein wenig angepisst jetzt auf mich. Was war meine Mine nochmal? Blendgranaten. Hab ich ja gesagt, Untote kann ich damit töten.
wahrscheinlich mehrere. Eins der Skelette ist schon mal umgefallen. Drei? Ach, hey. Na, wie viele von euch gucken da unten noch rum? Werf nicht deine komischen Dinge auf mich. Was soll das? Das war wahrscheinlich sehr viel Verschwendung von Blendgranaten, aber hey. Ich hatte meinen Spaß. Du hast dich wieder beruhigt. Wo bist du jetzt hin? Ist unter mir eine Tür? Ach komm. Ja, ist. So, du bist schon mal ausgeschaltet. Da in der Tür ist ein Zombie verschwunden. Ah, wenn man vom Teufel spricht. Da kommt er auch schon. Du hast die Party verpasst, Junge! Welche Party? Das frage ich dich. Wieder Feuer. Ich weiß nicht, ob ich die Feuerpfeile wirklich benutzen sollte. Naja. Aber anscheinend... sind sie alle wirklich aufmerksam geworden, weil ich zum Auge gegangen bin. Wie viele Wasserpfeile? 10 Stück. Wenn Zombies am Boden liegen, brauche ich nur einen. Das habe ich mittlerweile herausgefunden, dank einer der vorherigen, früheren Level. Dann hätte ich eigentlich die am Boden liegenden Zombies alle so platt machen können. Na du? Soll ich dir mal ein bisschen Gesellschaft leisten? Was hat jetzt zu weit hier oben? Na du? Ich komm doch nicht zu dir, wenn du da stehst. Wen hältst du dich? Geh ruhig weiter, ich bin hier nicht. Wängelt er wieder rum. Komm runter, Tricken, komm runter! Ob ich ihn auch mit so schweren... du stehst in der Luft, ne? Ob ich ihn auch mit schweren Schwerteam außer Gefecht setzen könnte? Liegt da was drauf? Das ist halt das Fenster. Yeah.
Ja, das war sehr klug, Jagern. Okay, die Zombies sollte ich vielleicht nicht im Nahkampf. Wow. Bitte nicht schlagen, ja? Ich habe nichts getan. Bestandsaufnahme. 5 Feuerpfeile. Muss 8 Nusspfeile, ein Zweitpfeil, eine Blendgranate, eine Mine. Ich habe mich so spärlich eingekauft. Warte, wenn... Hätte der nicht da stehen bleiben können? Ich könnte sie ja nochmal hervorlocken, wenn ich zum Auge gehe. Jetzt wäre es perfekt, wenn der andere kommen würde. Dann könnte ich zwei mit einem Pfeil erwischen, ne? Das habe ich mir anders vorgestellt. Weil ich sie nur gestriffen habe, ne? Brauche ich wirklich zwei Feuerpfeile? So habe ich wenigstens nur zwei benutzt und nicht vier. Yay! Chicken hat aufgeräumt. Mami, ich habe meine Spielsachen weggeräumt. Ja. Ist ja nicht so, als wäre hier noch überall was verstreut. Ja, quitt. Genau, Chicken. Ich hab keine Lust mehr, so quitt. Das Auge lasse ich erstmal noch da. Ich schleiche mich trotzdem hier durch. Damit dem Schwert. Ja, vor allem durchschleichen. Ich glaube, der ist außer Betrieb. War nicht auch irgend von so einem System die Rede? Da, ja, niemand hat mehr Saft. Was soll das? So. Die Notiz habe ich gelesen. Mal zu verhindern, dass die ganzen Türen zugehen. Es ist zack, du auf die Türe. Hier draußen nicht noch wo ist die Tür? Ach so. Unsichtbar halt. Wobei, um wegzulaufen, wäre es wahrscheinlich dann besser, kein Schwert in der Hand zu haben. Ich hoffe, die Türen gehen wenigstens nicht zu.